Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit Transport FIFA 2. Ich hoffe, ihr habt schon was gegessen und wenn nicht, dann habt ihr schon was geholt. Wir fangen damit an, dass wir hier die Güterstrecke weiter ausbauen, beziehungsweise fertig bauen. Die Gleise sind ja schon da. Muss ich mal kurz schauen, ob der Game Sound auch da ist. Ja, doch. Alles klar. Ich will hier unten noch so eine Art Depot machen, diese Abstellgleise. Ich glaube, das wäre gar nicht mehr so unrealistisch, wenn hier noch ein bisschen was ist. So als kleine Werkstätte. Und dann bräuchten wir hier noch so eine Art Straßenanschluss. Ich würde sagen, wir verbinden das mit der Straße da. So mein Plan. Jetzt werden wir das erstmal hier ausbauen. Ich glaube, da bin ich mit 40er Gleise unterwegs gewesen. Sicherlich mal bis da, ja. Das Gleis wollen wir wieder entfernen. Ich nutze es jetzt einfach nur für den Abstand. Ungefähr so. Genau. Wenn wir hier was zum Abstellen haben. Was machst denn du da? Und hier das Gleis will ich eigentlich auch lassen. Sprich, wir machen das so. Vielleicht die gleiche Höhe. Ja. Okay, dann. Ich hätte gern 100. Was ist? Ja. Dann machen wir hier noch eine Kreuzung rein. Und hier hinten will ich dann auch noch was machen. Also die Strecke wird, glaube ich, nicht weitergehen. Außer wir wollen die Stadt da verbinden. Könnten eigentlich machen mit so einem kleinen Pendler, ne? Dann fährt es halt hier durch. Warum eigentlich nicht? Ja, das könnte man in einem späteren Projekt machen, dass wir hier Sedgefield mit Kidderminster da verbinden. Okay, dann werde ich das hier hinten noch offen lassen erstmal. So, weichen. Ungefähr. So, dann kann man hier abstellen. Und hier hätte ich auch noch gern weichen. Ungefähr so. Und reinfahren tun wir schon mal ab da. Das glaube ich sieht okay aus. Geo-Tool habe ich, also die Zeit ja gar nicht. Okay. Das sieht gar nicht so doof aus, wobei mit dem hier würde ich gerne noch mal gerade weiterfahren. Macht es Sinn? Okay. Ich glaube, so machen wir das. Und hier mit dem noch rein. Ist jetzt total ja, es könnte schon schöner sein, aber das passt erstmal. Okay, cool. Was mache ich mit dir? Mal Tools. Ich hätte gerne, was war denn da? Kies. Ballast. Drin.
Wie haben euch eigentlich die letzten beiden Schönbau-Folgen so gefallen? Ich weiß nicht, ich mache das noch recht gern, da Schönbau zu betreiben. Beides geht. Zwar nicht so bei Hans Dampf, aber immerhin ein bisschen. Ich glaube, das war mal hier aus mit Leinkiesen da. Okay, nachdem wir hier Weizen haben, werden wir hier mal Sachen deponieren. Was ist denn hier auf der Seite so? Ach stimmt, da könnte man eigentlich auch hier wieder die Kräne hinbauen. Aber so, dass du nicht schwebst. Na, das passt eigentlich. Oh wow. Ich glaube, das ist mein erster Weihnachtssong, den ich jetzt so höre. so. Ist es okay? Fische. Dass ein bisschen grün hier ist. Sieht ein bisschen doof aus, oder? Lassen wir es erstmal. So, von den Wagen her. Das sind britische Wagen. Aber das merkt man, glaube ich, nicht. Load on. Wir bräuchten irgendwas mit Weizen. Das ist Great Western. Die könnte man theoretisch auch hinstellen. Wisst ihr was, wir machen ein paar von denen hier. Hier noch ein paar von denen, würde ich sagen. Oh, die gefallen mir auch. Sehr gut. Und... Na, Kettelfieh braucht man nicht. Stellberg bräuchte man noch. Das würde ich sagen, bauen wir hier hin. Ja. Beleuchtung hätte ich auch gern. Einmal hier so. Okay. Die Lokomotiven. Wir sind ja noch bei der Schweiz unterwegs. Ich hätte trotzdem hier noch so einen Bremswagen. Ich weiß, der ist zwar britisch, aber mir gefällt der. Also die hier hinten abgestellt. Personen. Ne, machen wir später. Ich bräuchte ein paar bessere Güterwagen. Oh, Wasserturm. Ja, wobei, wir fahren nicht mit Dampf, dann passt es eigentlich nicht. Ich hätte noch ein paar Güterwagen gesehen. Rangier. Ah. Eine kleine Rangierlok. Die ist zwar britisch, aber die bauen wir hier hinten hin. Doch nicht. Was wäre realistisch, was da steht? Die 218. Lass mal die 218 hier hinten stehen. Ja, 246, ein bisschen modern, ne? Ne, wir gehen da mit der Schweiz. Auf alle Fälle bist dann du hier. Eine Krokodil, die werden wir da hier hinten verfrachten. Jetzt bräuchte ich einfach nur noch bessere Güterwagen. Das brauche ich alles nicht, Personenwagen. Ja, höchstens ein Mannschaftswagen.
bist amerikanisch, ne? Ja. Du. Weiß nicht, ob man das, ob das appropriiert wäre, dass man die nutzt. Aber warum eigentlich nicht? Und die Kollegen. Könnte man eigentlich hier hinstellen. Nee, damit bin ich einfach nicht zufrieden. Das gefällt mir nicht. Haben wir da sonst noch was? Die UV-Lichter. Nee, okay. Dann könnten wir eigentlich mit den Schildern weitermachen. Für die Strecke. Ich glaube, ich habe gesagt, das ist eine 120er Strecke, ne? Ich gerne rechts. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Sind die standardmäßig rechts oder links? Ich glaube rechts, ne? Und hier rein fährst du mit 100. Und dann bräuchte man noch die Vorankündigung für 100. Die bauen wir so, hier hin. Hier hätte ich gesagt, fahrt der mit 100 maximal rein. Das heißt, auch hier 100. Vorankündigung für 100. Andererseits. Nein, das macht gar nicht so viel Sinn. Ich würde sagen, das ist grundsätzlich hier 100. Dann kann ich dich wieder entfernen. Wollte ich doch nicht? Nee, okay. Dann ist es 100 ab hier. Entschuldigung. Okay. Und ob hier 100. Okay, das wäre das. Ansonsten brauche ich da erstmal nichts. Wir brauchen noch die Straße. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Wieder das Tool hier drin. Warum hast du jetzt... Ja gut, die Kollision ist mir jetzt eigentlich egal. Trotzdem bauen. So. Das ist ein echt cooles Tool mit dem trotzdem bauen. Ich würde sagen, es geht hier noch ein bisschen weiter. So, dann braucht man hier noch ein bisschen Deko. Ich hätte gern LKWs. Car Seat, Trucker Seat, Collision Off. Du bist mir jetzt aber gerade ein bisschen zu alt. Das passt nicht. Dann bräuchte ich noch Personen. Wir könnten eigentlich immer ein bisschen bepflanzen.
sieht ja traurig aus. Gemischt. Hä, warum pflanzt er das jetzt hier nicht? Warum funktioniert das manchmal nicht? Da ist alles an. Ja, macht's nicht. Ah, jetzt? Keine Ahnung, warum das manchmal nicht geht. Aber hier hätte ich gerne mal ein bisschen begrünt. Okay, haben wir jetzt Sachen, die... Ja, zum Beispiel das da. Das geht nicht. Den können wir eigentlich lassen. Du musst hier weg. Und auch du. Den können wir auch da drin lassen. Okay. Passt. Hier werden wir noch Schotter reinmachen. Das ist so ein Kiesboden. Weil das geht. Der Parkplatz hier. Okay, nochmal ein paar Autos. Ich glaube, das war hier Car Asset. Die Arbeiter müssen ja auch irgendwie daherkommen, ne? Das sieht ein bisschen schräg aus da. Wenn ich dich mal nicht entferne, Spieler. Das gefällt mir jetzt da nicht so, dass da das so hoch ist. Und du bist ja ganz schön am Dampfen, ey. Wow. Okay, das wäre das. Anschluss haben wir da. Dann Strecke von da. Vollladen bitte. Nach da. Das ist dann SBB Rail Cargo Weizen 1. So, und ich habe ja gesagt, wir könnten etwas machen, dass der dann hier wieder reinfährt und dann quasi so wendet. Das heißt, wir bräuchten hier irgendwo einen unsichtbaren Bahnhof. Ich würde sagen, ich möchte es hier machen. Ah, das glaube ich ist unter Bahnhöfen. Da, Spitzkehrgüter. Und hier mit 100 wieder nach vorne. Okay, jetzt kann man da theoretisch hier reinfahren. Das Kidderminster Depot. Okay, und dann wäre die Idee, ich stehe da, Haltestelle hinzufügen. Ja, genau. Wäre es dann hier wieder raus. Dann haben wir hier einfach ein bisschen Verkehr. Spannend. Okay, weil dann bräuchte man nur eine einzige Lok. Ne, Moment mal, das geht gar nicht auf. Also er fährt zwar dann hier so rein, wobei dann rückwärts. Er muss ja trotzdem hier wenden. Wie könnte man das machen, dass er hier wendet? Außer halt mit einer Schleife. Wenn ihr Ideen habt, wenn wir da eine Schleife hinkriegen, ja, gerne schreiben. Wie macht man denn das da jetzt? Ich würde schon sagen, dass er dann hier so einmal rundherum fährt. Das ist schon ein bisschen Overkill. Da einmal so rundherum. Ich probiere mal was. Und zwar...
Soll man das von hier aus machen? 100. Dann haben wir hier auch noch einen Hügel. Es wird schief gehen, glaube ich. Ja, jetzt mache ich da auch einen Tunnel. Jetzt sind wir dann auch noch hier. Ja, wir machen es jetzt erstmal. Das heißt, wenn ich hier mal eine Kurve machen würde. Ne, das geht sich nicht aus. Ab hier die Kurve. Das sieht voll beschissen aus. Steigung zu groß. Das wird also gehen, aber da passt es nicht ganz. Ach shit. Da fehlt jetzt ja die Brücke. Das ist alles nur für eine Frachtlinie hier. Der Song ist wirklich gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, so, wenn ich jetzt den hier mache. Ja, okay. Ich gebe viel zu viel Geld aus für den Blödsinn. Dann hätten wir das. Wir brauchen Signale. Wir gehen wieder mit SBB. Mit rechts. Hauptsignal 90. Und düst du da so rein? Wir bräuchten auch noch einen Wegpunkt. Und da nehmen wir das hier. Das wollen wir hier platzieren. Nachdem dann hier irgendwann die Strecke mal gerade gehen wird. Also generell bräuchte man die Signale auf der Strecke. Das wäre schon mal hitverdächtig. Hier hätte ich gern 60. Und hier packen wir uns raus mit 5 Linsen. Okay, und dann bräuchte ich noch die kleinen fürs Depot. Wo sind die? Da. Die ich... da. Jetzt rechts. Perfekt. So. 4 Linsen. Wäre das nächste. Achso, ich will sie wieder rechts haben. Hier. Und hier hätte ich gerne noch ein Signal. Und dann einmal Autosignal. Achso, nee. Hier bei der Einfahrt könnte man noch eins hinstellen. Okay, ein Autosignal ab da.
Okay, dann hätten wir das. Und mal einmal in die andere Richtung. Und hier haben wir jetzt zwei, das ist ein bisschen unnütz. Das hat er jetzt hier überall gemacht. Haben wir hier ist auch noch irgendwo doppelt? Ne, haben wir nicht. Sehr gut. Okay. Dann die Strecke. Wenn der dann hier hinten wieder reinfährt, dann sollst du bitte über den Wegpunkt aufkommen. Ja, passt. Okay. Was schicken wir da jetzt raus? Habe ich jetzt das richtige Depot? Ja. Diesel. Haben wir dieseltechnisch? Ne, 4-4. Gasturbine könnte man aufbauen, aber die kostet 1 Million im Jahr. Nö. Dampftechnisch haben wir eigentlich nur eine Schweizer Lok. Und mit der würde ich nicht fahren. Und elektrisch hätten wir schöne Loks, aber die sind halt arschteuer. Also gerade die Schweizer, also ich meine, die kostet 7 Millionen. Und die Schweiz, oh, die 6,8, die wäre geil. Aber die kostet 2,7 Millionen. Der Zug wird nicht lang sein, das rechnet sich mit der gar nicht. Die AE47, für das wäre sie gemacht. Aber 1,4 Millionen kostet 8 im Einkauf. Die kostet auch 1 Million. Oder die WE57. Die sind alle so teuer. Hier haben wir kurz noch Kosten. Echt, das günstigste. Krokodil ist das günstigste. Ach man. Okay. Ich könnte noch mit der Kamel fahren. Aber, 110 hast du an Zugkraft. Jetzt 150. Ach, einfach weil wir jetzt gerade kein Geld haben. Gehen wir mit der Kamela, wir können es aber auch die Wagen nicht leisten. Wir brauchen Getreide. Und da hätte ich jetzt gern Kapazität. Das fetteste wärst du mit 13. Kostet fast 1 Million. Wahlwagen, das wäre so ein britischer Wagen. Offener Güterwagen, kostet 8. 8 für 8. Ich glaube, wir gehen mal mit kleineren. Ja, es wird schon Sinn machen, wenn wir es gerade mit den großen machen. 10. Und du kostest 75. Ich bin mal unschlüssig, was ich da nehmen soll. Grain Gutswagen, kompatible Grain Gutswagen. Aber das sind britische Wagen. Immer mit der großen. Und wenn ich da jetzt mal für 6 gehe, dann braucht man 9 Millionen oder fast 10. Machen wir das mal. Ich glaube, ich nehme mal Kredit auf. Oh, das tut jetzt weh. Dann könnte man es aber doch gerade die Krokodil nehmen. Jetzt sich noch einer aus. Achso, shit. Getreide. 120 Meter. Okay. Schauen wir mal. Das sehen wir jetzt natürlich nicht. Oh je.
Ich würde sagen, die Krokodile tun wir taufen. Der Erste, der was jetzt in den Chat reinschreibt, dessen Name wird dann auf die Lok darauf geklatscht. Also hier, anstatt Zug 3. Voll die schöne Lok. Ja genau, jetzt wird sie zum ersten Mal anhalten. Okay, dann machen wir noch mal eine Mitfahrt, würde ich sagen. War ein bisschen schneller. Dann schauen wir uns mal die Strecke an. Ich glaube, da habe ich ein paar Tafeln zu viel gemacht. Ja, da kommt die Vorankündigung für 100. Das 100 ist schön selber. Gott sei Dank ist die Krokodil da ein bisschen langsamer. Das erste kleine Viadukt hier. Ah, da, das habe ich vergessen wegzumachen. So, dann sind wir eigentlich de facto schon oben. Bin gespannt, wie die... Ah, shit, starten wir das mit dem Signal wieder. Die müssen wir wegmachen. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt mit der Schleife ist. Ob das okayisch aussieht. Okay, also so 10, 11 Millionen pro Zug. Beziehungsweise den können wir jetzt noch länger machen, weil ich der erste Bahnhof... Ich glaube, ich hatte eine Länge von 160 Metern. Ja, da gab es dann 160. So, und jetzt da rein in die Schleife. Sieht gar nicht mal so doof aus hier, ne? Also rein von der Landschaft her. Ist halt einfach finanztechnisch schon ein bisschen ein Overkill. Okay, und hier rein. Und da stehen noch Sachen. Nice. Dürfte das, glaube ich, eh gerade mal voll werden, oder? Ja. Und die hat uns jetzt schon eine Million gekostet. Wäre jetzt wieder hier nach rechts. Okay, sehr gut. Ja, dann bleibt eigentlich jetzt nur noch das Manöver, wenn sie da reinfährt und dann rückwärts wieder rausfährt. Oh, das haben wir jetzt noch vergessen. Ich muss den Zug ja noch... Wenn die Zug tauglich machen, sonst funktioniert das gar nicht. Dazu brauche ich den Fake-Wagen. Fake Reverse enabled. Perfekt. Dann fährt sie auch wirklich da rückwärts rein. Hoffentlich passt es, dass der Marker da ist. Dass sie nicht so weit reinfahrt oder ob ich den hier vorne machen muss. Das werden wir gleich sehen. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Und warten mal, bis die Krokodil hier vorne ist. Und dann schauen wir uns hier das Manöver an. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir auch wieder da. Die Lok ist kurz vor der Einfahrt. Und jetzt schauen wir uns das mal an.
und nimmst da die FPS so in die Knie. Sehr gut. Nice. Aber ich sagte, das könnte man eigentlich noch verlängern. Könnte man auch dann gleich mal machen. Nachdem wir hier Geld gekriegt haben. Okay. Genau das wollte ich. Du solltest jetzt dann... Ja, okay. Sehr nice. Wird dann auch hier den Verkehr nicht stören. Ich hoffe sehr, du bleibst jetzt genau da stehen, wo ich dich haben will. Aber nachdem das hier jetzt vorne ist, müsste halt schön da stehen bleiben. Na? Yes! Und vorwärts. Cool. Mach genau das, was tun soll. So, hier hätte ich gerne noch ein paar Wagen Cargo. Achso, hier ist noch das Fake drin. Einmal so. 1, 2, 3. 163 Meter. Gut, dann sind es 9 Wagen. Mit einer Kapazität von 117. Ja, was sind das? 1,7 Millionen. Also werden sie vermutlich auf 2 raufgehen. Okay. Cool. Das wäre das. Hier. Die müssen weg. Autosig bitte nein. Bist du hier überflüssig? Okay, und hier drin haben wir ja noch keine. Okay, will ich jetzt hier noch was anpassen? Also ja gut, der Straßenanschluss. Da müssen wir aber das Feld wegmachen. In die Richtung macht es ja gar keinen Sinn. Wobei, wenn er hier das Feld hat, aber gut, das wird dann eh abgerissen, wenn ich dann hier mit der mit dem zweiten Gleis komme. Also schauen wir mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, das könnte sich sogar ausgehen, ohne dass ich es abreiße. Ah, okay. Dann geht die Straße hier oben drüber und dann da rein. Aber das machen wir, glaube ich, nicht jetzt. Und dann eben hier den Anschluss hierauf. Oh, da geht es aber ziemlich steil nach oben. Das heißt, wir werden dann hier an der Flanke entlang fahren und dann da so rein. Dass wir dann hier scharf reinfahren und machen dann da einen schönen Kopfbahnhof. Weil hier ist ja sonst nichts außer Weizen. Und da bräuchte man Werkzeug. Das könnte man hier aber gar nicht. Wobei, ja doch, hier. Von da, nach da, nach da, nach da. Das wäre dann wieder was für die Tram. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Jungs, ich muss leider den Stream schon wieder beenden. Denn ich habe vorher einen Anruf gekriegt, dass ich Besuch kriege. Werde vermutlich am Abend noch ein bisschen weiter streamen.
dann bin ich gestört. Also ich denke mal so auf die 5, 6 hin, werde ich dann weiter streamen. Hier mit Transport Fever oder vielleicht Railroads Online mal wieder, wenn ich mal kurz reinschaue. Aber es hat sich halt nicht so viel getan. Naja, also liebe Leute, war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Heute Abend gebe ich nochmal die News raus, wann genau. Hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und jetzt haben wir hier unsere Krokodil. Also die wird nicht die letzte sein. Da werden wir noch ein paar Güterzüge hier auf die Strecke schicken. Und hier brauchen wir dann noch ein paar mehr Trams. Wenn das dann hier durchgehend ist. Also, bis demnächst.